Herzlich willkommen zu unserer neuen Perspective Funnel Serie, in dem ich dir unsere 8 erfolgreichsten Perspective Funnels vorstelle. Nicht Funnels, die in unserer Software schon als Vorlagen hinterlegt sind, sondern Funnels, die wir in unserem Marketing-Team die letzten 2 Jahre genutzt haben, sehr erfolgreich genutzt haben und die ich hier in diesem Video erstmalig präsentiere. Und in diesem Video bekommst du auch die exklusive Vorlage. Das heißt, du bekommst genau die Vorlage von dem Funnel, den ich dir zeige, 1:1 kostenlos in deinem Perspective-Account. Und heute und in diesem Video geht es vor allem um den primäre Funnel. Was ist der primäre Funnel? Und zwar, wir haben den 2-mal bisher eingesetzt, immer wenn wir etwas veröffentlicht haben. Du kannst den einsetzen, dazu komme ich gleich noch, wenn du zum Beispiel eine neue Produktveröffentlichung hast oder wenn du einen neuen Film veröffentlichst. Wir haben den genau für beide Fälle eingesetzt. Ich zeige dir beide Funnels und ich gebe dir auch die beiden Vorlagen dazu. Wenn du auch die anderen Vorlagen von den anderen 7 Funnels erhalten möchtest, dann abonniere unseren Kanal, dass du keines dieser Videos hier mehr verpasst und wir legen jetzt los. Warum machen primäre Funnels Sinn? Wir leben heute in einer Zeit, wo es jeden Tag so viele Inhalte gibt. Du kennst es selbst. Jeden Tag sagt uns ein anderes Unternehmen, was es für eine Neuigkeiten gibt und so weiter und dies und jenes. Aber wie schaffen wir es, dass wir rausstechen? Wie schaffen wir es, dass wir die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, dass sie unsere Zielgruppe, unsere potenziellen Kunden mitbekommen, dass die wirklich einen besonderen Stellenwert erhalten? Und dafür eignen sich primäre und Launch Funnels wirklich hervorragend. Denn sie schaffen einen Hype. Das ist das, was man aufbaut. Wichtig ist nur, dass man es nicht zu häufig macht, denn irgendwann glaubt man dem Unternehmen nicht mehr, wenn jede Woche sozusagen ein neuer Primäre- oder Launch-Funnel verwendet wird. Wir haben in diesem Jahr 3 Launches hingelegt. Ich will dir 2 Funnels zeigen, die wir dafür eingesetzt haben, um sehr, sehr viele Leads zu generieren, aber vor allem dann auch zum Primäre-Tag oder zum Launch-Tag auch wirklich viele Interessenten dazu haben, die sich dann auch eben für die Veröffentlichung von zum Beispiel unserem neuen Produkt-Update wirklich interessieren. Aber nicht nur wir verwenden das, sondern auch viele erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel Apple, die wirklich jedes Jahr mindestens 2 Keynotes, also 2 große Veröffentlichungen machen, von denen ich zum Beispiel ein großer Fan bin. Wie wir diese Funnels jetzt für dich anpassen, wie du sie einsetzen kannst und wie die genau aussehen, dazu sprechen wir jetzt. Das hier ist genau der originale primäre Funnel, den wir verwendet haben, als wir unseren neuen Perspective-Film rausgebracht haben. Vielleicht hast du den auch zufällig gesehen. Und unser Ziel war es eben für diese Primäre, ein paar hundert Leute gleichzeitig an dem Tag der Primäre dort zu haben, die sich gleichzeitig eben den Film ansehen. Und wie der Funnel aufgebaut ist, relativ simpel. Der Perspective-Film, eine wahre Geschichte von 2 jungen Unternehmen, die ihre Heimat verlassen, um Marketing zu revolutionieren. Hier haben wir den Trailer platziert. Und den Trailer konnte man sich hier ansehen und jetzt kostenlosen Zugang zum Perspective-Film sichern. Man klickt hier drauf, dann lädt super schnell die nächste Seite. An welche E-Mail-Adresse dürfen wir den Perspective-Film jetzt senden? Hier gibt man einfach seine E-Mail-Adresse ein und jetzt direkt Zugang zum Perspective-Film erhalten. Und jetzt ist eine sehr, sehr wichtige Seite, denn hier oben ist jetzt Glückwunsch, wir haben dir soeben deine E-Mail mit dem Perspective-Film geschickt. Den haben wir danach nochmals gemacht. Davor hieß es, hey, wir haben dir jetzt sozusagen wir haben dich gespeichert und du wirst dann eine Benachrichtigung bekommen, sobald der Film veröffentlicht wird. Aber wie wir jetzt diese Danke-Seite noch genutzt haben, das war auch eine echt gute Idee im Nachhinein betrachtet. Denn was machen wir denn jetzt mit dem Traffic? Jetzt hat sich die Person bereits angemeldet, die musste eh warten für den Film. Also haben wir jetzt geschrieben, Empfehlung, abonniere jetzt den Perspective-Kanal und halte kostenlos Zugang zu über 100 Strategien, Case Studies, Filme rund um das Thema Unternehmertum und Online-Marketing. Und alle, die jetzt auf diesen Button hier draufklicken, aber dann kommt direkt YouTube eben und dann kommt eben direkt normalerweise eine Frage, willst du den Perspective-Kanal abonnieren? Und das ist noch ein guter Tipp, denn damit haben wir ungefähr 100-200 neue YouTube-Abonnenten hinzugewonnen. So, wenn wir uns den Funnel jetzt einmal ansehen, schauen wir uns einmal die Ergebnisse an, die der Funnel hier generiert hat. Und zwar, wie du hier sehen kannst, wir hatten den einmal umgebaut. Und zwar über 2000 Leute waren da drauf. Echt wahnsinnig. Wir haben 288 Kontakte generiert mit einer Konvertierungsrate von 14%. Warum jetzt hier die Analytik so aussieht, ist, weil wir den Funnel noch einmal umgebaut hatten. Und zwar, wir hatten ja einmal sozusagen vor der Filmpremiere und einmal
jetzt danach, den hatten wir danach auch noch im Retargeting sozusagen weiterlaufen. Und deshalb hat es hier die Analytics ein bisschen verfälscht. Ich könnte jetzt hier einmal zurückgehen, wie es sozusagen in den ersten Tagen angesehen hat. Aber was man hier relativ gut erkennt, ist, dass die Konvertierungsrate hier 14% beträgt. Und immerhin, man muss sich das mal vorstellen, 288 Leads generiert für eine Filmpremiere. Ja? Und wie ich dir auch vorhin schon gezeigt habe, was ich halt hier auch super finde, ist, dass wir halt hier, hier siehst du die Landingpage, hier ist die Opt-in-Seite und dann dementsprechend auf der Danke-Seite direkt eben auf unseren YouTube-Kanal weitergelinkt haben. Und wie gesagt, das ist noch so ein kleiner Hack. Du kannst eben direkt hier auf dieser Seite bzw. auf diesem Button, ich mache das Video hier mal rüber, einen eigenen YouTube-Link generieren. Sobald man draufklickt, dann folgt man sofort eben deinem YouTube-Account. Das ist so ein kleiner Growth-Hack, wenn man so will. Genau, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen bei diesem Funnel, denn er ist so simpel aufgebaut. Er besteht, wie du sehen kannst, nur aus drei Seiten. Angebot, Opt-in und Danke-Seite. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du den für dich anpasst. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, verwende einfach primäre Funnels, wenn du ein neues Produkt-Update veröffentlichst, wenn du einen neuen Film veröffentlichst. Wenn du irgendwas veröffentlichst, wo du die Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe haben willst, dann eignet sich dieser Funnel einfach hervorragend. Okidoki. Ich zeige dir jetzt noch, wie du den so einfach wie möglich in deinen Account bekommst. Unter diesem Video hier findest du einen individuellen Link und mit diesem Link kommst du auf eine dieser Seiten. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bist schon Prospective-Kunde, dann bekommst du, wenn du dich hier anmeldest, genau diese exakte Vorlage, die wir gerade besprochen haben, in deinen Prospective-Account. Komplett kostenlos. Du kannst sie dann direkt editieren. Oder du bist noch kein Prospective-Kunde, dann hast du die Möglichkeit, mit dieser Vorlage auch kostenlos zu starten und jeden Prospective-Plan 14 Tage völlig kostenlos testen. So, ich hoffe, dir hat das Video gut gefallen. Du konntest viel für dich mitnehmen. Sei so lieb, lass uns ein Like hier, kommentier gerne mit einer Frage, wir werden das beantworten. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kommentier einfach drunter. Wir werden sie beantworten, so gut wie möglich. Dann weißt du auch, wie du diesen Funnel bauen sollst. Und abonniere unseren Kanal, sodass du keine weiteren Videos und Vorlagen mehr verpasst. Bis zum nächsten Video.